Wir reden heute über den Beitritt der EU zur Istanbul-Konvention. Dabei geht es um den Schutz von Frauen gegen Gewalt. Und das ist ein wichtiges Thema, denn es wird immer schlimmer und schlimmer. Gewalt, Mord, Vergewaltigung, Gruppenvergewaltigung, Genitalverstümmelung. Alles wird ständig schlimmer und wir reden darüber. Wir reden über die Opfer vollkommen zu Recht. Aber wir müssen endlich auch über die Täter reden. Wer sind die Männer, die das tun? Und vor allen Dingen, wo kommen die her? Und nun wollen einige Länder nicht mitmachen. Und da fragt man sich, warum? Denn jeder will doch Frauen schützen. Polen, Ungarn, Slowenien, Bulgarien, Litauen, Lettland wollen nicht mitmachen. Weil sie vollkommen zu Recht glauben, es geht hier eigentlich nicht wirklich um den Schutz der Frauen, sondern es geht hier wieder mal um Gender-Ideologien. Und diese Ideologie ist grundsätzlich abzulehnen. Denn das Geschlecht nicht biologisch zu definieren, sondern ideologisch, wie der Mensch sich fühlt oder was er sich gerne wünscht, da halte ich gar nichts von. Frühsexualisierung, auch da halten viele Länder nichts von und ich auch nicht. Und auch die Ehe für alle, davon halten viele Länder nicht. Es steht in der Verfassung auch anders, im deutschen Grundgesetz übrigens auch, aber das interessiert niemand. Und in der Bibel ist das auch ganz fest definiert, aber auch das interessiert so niemanden hier wirklich mehr in Europa. Also wer Frauen schützen will, der muss die Massenmigration beenden und der muss Straftäter endlich abschieben. Und ich halte es nicht mit Ideologie, ich halte es mit Biologie und ich stehe zur Bibel. Danke.